So, einen schönen guten Morgen, liebe Referentinnen und Referenten, liebe Besucherinnen und Besucher. Schön, dass es doch wieder so voll geworden ist. Die Corona-Situation, Sie werden es alle mitbekommen haben, hat sich leider nicht entschärft, sondern im Gegenteil. Deswegen möchten wir Sie auch heute wieder bitten, darauf zu achten, dass Sie a. immer Ihre Mund-Nasen-Schutzbedeckung aufhaben und b. den nötigen Abstand halten, sowohl hier oben als auch dann unten während der Pausen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem zweiten Teil unseres Symposiums Licht ins Dunkel. Wohin entwickelt sich die künstlerische Fotografie? Wir fahren heute fort mit drei weiteren Vorträgen. Den Anfang wird Nadine Wiedlesbach machen. Sie ist seit 2018 Direktorin des Fotomuseums in Winterthur und in ihrer kuratorischen Tätigkeit, auch weit schon vor ihrem Direktionsposten, realisierte sie zahlreiche Ausstellungen und Publikationen zu dem Themenbereich Fotografie und Kunst. Ihre letzten Ausstellungen, die sie für das Fotomuseum in Winterthur realisierte, waren eine Ausstellung über Sophie Kall, die Ausstellung Colormania und Because the Night. Aktuell arbeitet sie an einer Ausstellung zu dem Thema, es klingt sehr, sehr spannend, Wahlfamilie und Verwandtschaft ist der Arbeitstitel. In ihren Ausstellungen entwickelt sie Formate, mit denen sie die Vielgestaltigkeit der künstlerischen Fotografie im digitalen Zeitalter herausstellt und auf ihre Rezeptionsmöglichkeiten hin befragt. Nachdem wir gestern bereits von Stefan Kronert als einem Kurator für künstlerische Fotografie einige Ausführungen zur kuratorischen Praxis hören durften, wird uns Nadine Wiedlesbach heute einen Einblick in die Arbeitsweise des Fotomuseums Winterthur geben und baut damit eine weitere Brücke zwischen theoretischen Überlegungen zu und dem kuratorischen Umgang mit der künstlerischen Fotografie. Nadine, wir freuen uns auf deinen Vortrag und ja, ich danke Ihnen. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind bereit. Es ist noch etwas früh. Ich werde versuchen, in den nächsten 25 Minuten kurz das Feld abzustecken, in welchem ich genau arbeite und insofern auch, was das Fotomuseum als Institution versucht zu tun. Es ist so, dass wir als Spartenmuseum auf sehr unterschiedliche fotografische Praxen uns berufen und es ist auch nicht so, dass es sich nur um künstlerische Fotografie handelt. Vielleicht ganz kurz so ein bisschen, in welcher Größenordnung wir uns bewegen. Also für alle, die es nicht wissen, Winterthur ist neben Zürich, 15 Minuten. Winterthur ist der sexy Vorort von Zürich. Der entspannte Vorort von Zürich sozusagen. Und die Institution existiert seit 1993 und wir bilden zusammen mit der Fotostiftung Schweiz, die das fotografische Gedächtnis der Schweiz versucht abzubilden, aber vor allem auch zu konservieren und aufzubereiten, das Fotozentrum. Ich muss immer wieder betonen, dass wir 4 bis 6 Ausstellungen pro Jahr realisieren, was für unsere Größe eigentlich relativ viel ist. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir einerseits eine museale Praxis verfolgen, die sicher vergleichbar ist, auch mit größeren Abteilungen an großen Häusern, und dass wir aber Formate entwickelt haben und auch versuchen weiterzuentwickeln, die sehr schnell sind und bei denen auch sehr kurze Arbeitswege, Kommunikationswege gefordert sind. Was ganz wichtig ist, und das ist vielleicht nochmal so ein Verweis auch auf den gestrigen, auf das gestrige Gespräch auch von Stefan Gronert und Viktoria Binstock, das Fotomuseum hat eine Sammlung, die sich tatsächlich aus künstlerischer Fotografie zusammensetzt. Das Besondere an dieser Sammlung ist aber, dass sie erst
Werke beinhaltet ab den 1960er Jahren. Das heißt, es ist eine sehr gegenwärtige Sammlung. Mit ja, natürlich klingenden Namen, wie zum Beispiel Louis Bolz, der ja gestern auch schon erwähnt wurde. Das Feld abstecken bedeutet für mich auch, etwas darüber auszusagen, wie wir arbeiten. Und was mir ganz wichtig ist zu betonen, ist, das ist ein Team von etwa 40 Menschen und davon befinden sich 25 in einem Art Kernteam. Und ich glaube, was uns wichtig erscheint, ist zu sagen, dass man die Fotografie, das Fotografische nicht befragen kann ohne einen interdisziplinären Zugang. Also wir haben Menschen im Team, die haben Kunst- und Fotografiegeschichte studiert, das sind Medienwissenschaftlerinnen, das ist eine Soziologin mit einem Gender Studies Schwerpunkt. Wir haben eine Position mit dem Titel Digital Curator. Wir waren das erste Museum in Europa, das diese Position geschaffen hat. Also das ist allerdings auch schon vor meiner Zeit passiert. Und zwar ein wegweisender Entscheid für die Weiterentwicklung des Hauses. Wir haben eine Research-Kuratorin, die sich sehr stark auf die Aufarbeitung konzentriert von einzelnen Themenbereichen. Und ich habe die Vermittlung personell verdoppelt, als ich ans Haus gekommen bin. Das heißt, wir vermitteln von der Geschichte bis in die Gegenwart das Fotografische, also ganz basic, von Labor-Workshops, schwarz-weiß, bis hin zu, versuchen wir, ein Zentrum zu werden für die Vermittlung von Medien- und Bildkompetenzen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die Position einer Digital Art Education Person geschaffen, die sehr spezifisch sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzt. Und wir haben einen Inhouse-Programmierer mit dem sehr sexy Titel Creative Technologist. In Fakt ist es ein Künstler, der aber auch programmiert. Es ist eine kleine Teilzeitstelle, aber mit ihm entwickeln wir Projekte, die ein sogenanntes Dirty Prototyping erfordern. Das heißt schnelles, fixes Programmieren mit vielen Fehlern, das aber hilft, gewissen Dingen auf die Spur zu kommen. Wir haben gestern über diese fotografischen Wesensarten gesprochen und über die künstliche Fotografie und ich habe das entwickelt für eine Art strategische Ausrichtung des Hauses, gemeinsam mit meinem Team. Und wir haben versucht, einerseits ausgehend von unseren Sammlungsbeständen, aber auch in Bezug auf diese kuratorischen Praxen, wie kommen die in den Raum, wie kommen sie in die Publikation, zu hinterfragen, mit was für Bildformen, mit was für Welten haben wir das eigentlich zu tun. Und ja, ich gehe nicht im Detail darauf ein, das würde vielleicht ein bisschen zu viel Zeit beanspruchen. Was ich sagen kann, ist, dass also die Fotografie als Kunst oder künstliches Ausdrucksmittel ist bei uns vertreten, tatsächlich in der Sammlung eben mit Menschen wie James Wellington, Victor Bergin, Zoe Leonard. Wir haben einen sehr starken dokumentarischen, postjournalistischen oder postdokumentarischen Fokus in der Sammlung mit Menschen wie Max Pinkers, ich zähle Robert Frank dazu, Nan Goldin, Paul Graham. Und wir haben einen Schwerpunkt am Haus postfotografische Arbeiten. Wir sind schwach auf der Brust, auch ausstellungstechnisch, wenn es um die angewandte Fotografie geht. Das ist meine Kollegin in Hamburg, Esther Rüffs, macht das sehr gut. Da sind auch Kollaborationen geplant. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren weniger gemacht haben. Und wir setzen uns in verschiedensten Kontexten mit der vernakularen Fotografie auseinander, wo zum Beispiel auch Handybilder dazugehören. Ich erwähne das einfach, weil gestern diese Themen auch so ein bisschen aufgeploppt sind. Und vielleicht ist das eine Art Navigationssystem. Also für uns ist es eins, vielleicht finden Sie das auch interessant. Und diese Auflistung sagt nichts darüber aus, was dann auch ein künstlerisches Resultat am Ende sein kann. Das wurde gestern auch so erwähnt. Also es ist durchaus möglich, dass ein vernakular entstandenes Bild dann Einzug findet in eine künstlerische Arbeit. Ich werde heute nicht darüber sprechen, was es bedeutet, wenn postfotografische Arbeiten Einzug nehmen in Sammlungsbestände. Weil das ist ein Neufeld, das ist nahe an der Medienkunst, es braucht sehr spezifische Expertisen und das ganze Museum wird auf Trab gehalten durch Ankäufe. Ich komme nachher im Detail noch darauf zurück. Ja, ganz einfach, wir entwickeln Formate, Ausstellungen, Publikationen, Online-Präsenzen. Und wir funktionieren off-site, außerhalb des Hauses, national, aber auch international. Wir arbeiten online, wir haben eine digitale Strategie, die ziemlich ausgeklügelt ist. Und wir funktionieren on-site. Also klar, in Winterthur, wir haben das Herz in Winterthur und den Kopf in der Welt, aber wir haben diese Base.
Und online, digitale Strategie, möchte ich vorausschicken, dass wir Digitalität und Digitalisierungen sind wir nicht dasselbe, oder? Sind wir uns einig? Also Flusser. Wir versuchen, Digitalität als kulturelle Praktik zu begreifen und sie auch in dieser Art zu befragen. Also wir gehen auch davon aus, dass die Art und Weise, wie sich das fotografische Medium weiterentwickelt, ganz stark von dieser kulturellen Frage eigentlich geprägt wird. Und nicht nur über die Technik oder über die technologischen Veränderungen. Wurde vorher kurz erwähnt, das sind zwei Ausstellungen, die wir gemacht haben, die vielleicht noch mal illustrieren. Es war eine große Kollaboration mit der Universität Zürich, mit dem Filmdepartement und Professorin Barbara Flückiger. Eva Hilscher ist Medien- und Filmwissenschaftlerin und ich habe mit Eva Hilscher diese Ausstellung konzipiert, die auch versucht hat, diesen Brückenschlag zu machen zwischen der Geschichte und der Verknüpfung von Bewegtbild und Standbild sozusagen. Das war eine sehr anspruchsvolle Ausstellung. Wir haben auch sehr viel Kritik geerntet. Ich finde, das kann man auch immer offenlegen. Die Ausstellung wir haben 2 Jahre daran gearbeitet. Es war für die Nerds unter den Leuten, unter den Besucherinnen und Besuchern ein Riesenerfolg. Für Otto Normalverbraucher in Winterthur war es eine kleine Überforderung. Wir haben während dieser Ausstellung über 100 Führungen gemacht, aufgrund der großen Nachfrage, was wir denn jetzt genau hier zeigen. Es war ein sehr spannendes Experiment, auch in Bezug auf die Ausstellungsgestaltung. Because the Night, ein neueres Projekt, wo die Diversifizierung des Programms einen großen Startpunkt erfahren hat mit Künstlerinnen und Künstlern, die aus sehr unterschiedlichen Gegenden rund um den Erdball kommen. Ich möchte kurz etwas über das vernetzte Bild erzählen, weil das gestern auch erwähnt wurde. Es ist ein wichtiges Thema, natürlich in der Praxis von Victoria Binstock. Aber vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, was bedeutet das überhaupt? Wir gehen davon aus, dass vernetzte Bild eigentlich einen bedeutsamen Wandel in der Fotografie und seinen Gebrauchsweisen markiert. Und man kann sagen, dass der analoge Vorgänger wurde vorwiegend in gedruckter Form of some sort verteilt, also als analoger Abzug, als Abdruck in Zeitungen, Magazinen, Büchern, auf Plakaten. Und beim vernetzten Bild handelt es sich eigentlich um ein Bild, das grundsätzlich mit einer digitalen Kamera aufgenommen wurde, vorwiegend mit einem Handy oder mit einem mobilen Device. Es wird aufgezeichnet und es zirkuliert online. Es wird digital verschickt oder auf digitale Plattformen hochgeladen. Und diese technologische Voraussetzung, so einfach wie sie nun klingt, bildet die Zusammenführung von Kamera und dem Internet und diese dadurch entstandenen Möglichkeiten, Fotos unmittelbar nach ihrer Aufnahme über digitale Netzwerke zu verteilen. Und vielleicht, um dieses auf einer Timeline kurz zu verorten, also diese technischen Bedingungen haben sich vor allem durch die in Mobiltelefone eingebauten Digitalkameras und den Zugang zum Internet seit Ende der 90er Jahre ausgeweitet und haben sich dann aber eine Art vielleicht explosionsartig als Phänomen auch so wieder multipliziert ab Ende der 2010er Jahre, als die Nutzung und Verbreitung von Smartphones wirklich ein großes Thema wurde und zu einem festen Bestandteil unseres Alltags. Das bedeutet, und das ist zentral in dieser Vorstellung des vernetzten Bildes, das vernetzte Bild verändert die Herstellung und Funktion von Fotografien. Im Zentrum steht nämlich nicht nur länger der Wunsch, etwas festzuhalten, sondern es geht auch darum, zu kommunizieren und mitzuteilen, zu teilen. Weswegen das vernetzte Bild immer auch ein verteiltes Bild oder ein Konversationsbild sein kann. Vernetzte Bilder, und das ist auch zentral für viele künstlerische Praxen, die sich mit vernetzten Bildern auseinandersetzen, werden schon im Hinblick auf diesen Vorgang des Teilens gemacht oder erstellt und auch bearbeitet. Es geht darum, sie an spezifische Gruppen weiterzugeben, wie zum Beispiel geschlossene Gruppen auf sozialen Plattformen, aber auch über Sharing-Plattformen wie Flickr, Fotoblogs, soziale Netzwerke selbstverständlich wie Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok. TikTok ist übrigens schon ein paar Jahre alt, gibt es schon seit 2016, das vergessen wir manchmal. Oder Instant-Messaging-Apps wie Snapchat, die es auch schon seit 2011 gibt. Und dieses sogenannte Fotosharing hat sich im Zuge des Web 02 herausgebildet und unseren Umgang, wie wir mit Fotografie umgehen, maßgeblich verändert.
Vernetzte Bilder lassen sich nicht nur passiv konsumieren und dort beginnt auch das Gefahrenfeld sich vielleicht aufzutun, sondern es ermöglicht über das Weiterteilen, Liken, Verlinken, das Taggen, Kommentieren oder Weiterbearbeiten eine aktive Einbindung der Betrachterin, die damit zugleich auch das Ausmaß der Zirkulation mitsteuert. Je mehr ein Bild geliked, das kennen wir alle, geteilt und kommentiert wird, umso mehr wird es auch in unvorhergesehenen Zusammenhängen immer wieder auftauchen. Das heißt, dass sich auch ein Bild einmal ins Netz gestellt unserer Kontrolle entzieht und von unterschiedlichen persönlichen, unternehmerischen, natürlich staatlichen, aber auch politischen Userinnen genutzt werden kann. Dasselbe gilt für die Metadaten, die persönliche Informationen über das Wie und Wo der Entstehung der Bilder enthalten und die wir beim Verteilen der Bilder meist unbewusst preisgeben. Wir versuchen im Moment auch gerade einen Begriff zu definieren für diese Metadaten in Bezug auf die Fotografie. Sie alle wissen diesen Umstand um das vernetzte Bild. Ich wollte es einfach noch einmal so ein bisschen herausschälen, weil es wichtig ist für die strategische Ausrichtung des Fotomuseum Winterthur. Wir haben seit 2015 ein sehr experimentelles Format ins Leben gerufen. Das heißt Situations. Das sind konsekutiv quasi nummerierte Elemente. Eine Situation kann ein Kunstwerk sein, die Beleuchtung eines Phänomens, ein Text, ein Audiobeitrag. Es kann sich um eine Veranstaltung handeln. Das Ganze findet quasi vor Ort räumlich statt oder findet räumliche Umsetzungen, aber auch online. Das ist eine Struktur, mit der wir sehr viel gelernt haben. Wir sind viel gescheitert. Wir haben wirklich sehr viele auch im Raum Settings, installative Elemente mit dem Fotografen ausprobiert, wo wir dann gemerkt haben, das funktioniert nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir waren die erste Institution, Spartenhaus, das sich mit Fotografie beschäftigt, das sich diesen Fragen versucht hat zu stellen und letztendlich auch einen Umgang versucht damit zu finden, wie das Fotografische beleuchtet werden kann. Wir haben zum Beispiel während dem Lockdown einen ganzen Cluster, also Situations sind auch geclustert thematisch, Strike hat eigentlich die Verbindung von im militärischen Kontext erfundenen technologischen Veränderungen, die einen großen Impact haben auf die Fotografie, in Zusammenhang gestellt mit aktuellen Fragestellungen der Observation, der Kontrolle. Und dieses Format hat komplett online stattgefunden. Über einen Zeitraum einiger Wochen wurde jede Woche ein neuer Beitrag quasi gelauncht. Genau, wir versuchen uns zu navigieren, eben das Fotografische in der Gegenwart zu verorten. Das tun wir auch mit einem Blog, den gibt es schon einige Jahre. Das sind mehr oder weniger sehr bekannte oder auch sehr aktuelle schreibende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich über einen kurzen Zeitraum mit Fragen beschäftigen, die sie umtreibt. Und das Tolle an diesem Projekt ist eigentlich, dass es auch ortsungebunden funktioniert. Und es freut uns immer wieder, wenn, keine Ahnung, kürzlich war University of Chicago School of Arts, die ein ganzes Seminar über drei Beiträge konzipiert haben, die mit Still Searching in Zusammenhang stehen. Also es ist auch etwas, das so reißt. Vermittlung habe ich erwähnt, ist ein Riesenthema. Wir haben auch versucht, über ein Tool die Geschichte der Fotografie sehr punktuell noch einmal aufzugreifen und vor allem herauszuarbeiten, wie die Vergangenheit, die Geschichte des Fotografischen mit der Gegenwart zusammenhängt. Das haben wir getan mit Photographic Flux. Das können Sie gerne online besuchen. Dort werden dann auch so Phänomene erklärt, wie was ist ein Selfie. Aber es geht auch um Daguerreotypien und auch wie diese ganzen Elemente miteinander in Verbindung stehen. From Print to Pixel, das ist ganz kurz, das ist ein Teaser, das ist eines unserer Kleinstkinder am Fotomuseum. Das ist, wie gesagt, die Idee eines Zentrums für Bild- und Medienkompetenz. Und auch dieses funktioniert vor Ort und remote. Es ist dreisprachig, Deutsch, Französisch und Englisch. Das ist ein Pilotprojekt, das wir jetzt im Moment noch insgesamt ist es eine Laufzeit von 3 Jahren. Und wir gehen einfach von der Prämisse aus, dass im westlichen Europa hat jeder jugendliche Mensch zwischen 9 und 11 Jahren das erste Smartphone und wird automatisch Teil einer Gemeinschaft,
wo auch Teil hat oder quasi auch mitsteuert, wie sich die Bilder verteilen, vernetzen. Und wir versuchen, wir haben den Anspruch, das so kritisch zu reflektieren, dass wir nicht sagen, alle diese Auswirkungen sind negativ und die Menschen gehen nicht mehr in die Bibliothek. Also wir versuchen, etwas diesem Kulturpessimismus entgegenzusetzen, indem wir informieren und auch dialogisch herauszufinden, was sind die Fragen, die eigentlich auftauchen. Das funktioniert redaktionell über Beiträge. Wir haben zum Beispiel etwas geschrieben über Beautyfilter und erklären dabei auch, was ein Algorithmus genau ist. Das sind alles vielleicht für viele von Ihnen hier keine offenen Fragen, aber wir merken, dass das für die so eine breitere Bevölkerung sind das durchaus drängende Fragestellungen. Digital Storytelling, dieses Wrap-up, bevor ich kurz auf einige Positionen eingehe. Wir begreifen Digitalität als kulturelle Praktik. Wir nutzen selbstverständlich auch diese Möglichkeiten der Kommunikation, aber wir versuchen sie so zu nutzen, dass sie uns erlauben, Geschichten zu erzählen. Das war so ein Versuch, über Situation Strike zu sprechen. Was passiert genau? Hey, dort kriegt ihr mehr Informationen. Das sind die Inhalte, die wir mit euch teilen wollen. Also vielleicht einfach als kleines Beispiel, wie wir versuchen, das auch auszulegen. Es ist sehr spekulativ zu dieser Frage, wie entwickelt sich die künstlerische Fotografie. Also ich finde, man kann auch nur spekulativ und vielleicht auch sehr subjektiv darauf reagieren oder etwas dazu sagen, als Kuratorin oder auch als Direktorin des Fotomuseums mit eben einem Team, das sich aus sehr unterschiedlichen Menschen zusammensetzt, die inhaltlich eingebunden sind in die Entwicklung unseres Programms. Aber eine Arbeit eine Arbeitsweise, die uns sehr interessiert, die sehr künstlerische Strategien verfolgt, ist jene von Leonard Surajaya. Leonard wurde 1986 in Indonesien geboren. Er ist als Indonesier aufgewachsen in einer muslimischen Community, hat eine christliche Schule besucht und ist dann als queerer Mann irgendwann in die USA gekommen, um dort sein Kunststudium zu absolvieren. Und was Sie hier sehen, sind kollaborative Portrait-Sessions oder man kann auch sagen, es sind Extended Portrait-Series. Die Serie heißt False Idols und er inszeniert gemeinsam mit Familienmitgliedern, also seinen Eltern, aber auch seinen Geschwistern und seinen Freundinnen und Freunden an unterschiedlichen Orten Settings, die sich eigentlich aus Gesprächen entwickeln. Also das sind Materialien, man kann das sehen, es sind sehr viele kulturelle Verweise, die stattfinden, zum Beispiel über die Textilien. Es geht auch um popkulturelle Referenzen. Das wird alles verwoben zu ziemlich dichten Bildassemblagen. Leonard ist ein sehr gutes Beispiel für jemanden, der fotografische Fragestellungen auch dazu nutzt, eine kritische Praxis zu entwickeln. Also was bedeutet dieses Bildermachen? Was bedeutet es, wenn man jemanden ablichtet? Und könnte das nicht auch auf eine andere Art und Weise passieren, als einfach nur die Kamera drauf zu halten? Anna Ehrenstein, ich kann auch sagen, dass diese Künstlerinnen und Künstler, die ich vorstelle, sind wirklich sehr jung, Mitte 80er bis Mitte 90er geboren. Das ist eben vielleicht auch spekulativ, wie diese Berufswege dann weitergehen. Anna Ehrenstein ist Teil der albanischen Diaspora. Sie lebt in Berlin, Köln und Tirana. Und sie beschäftigt sich eigentlich mit den Funktionsverschiebungen oder Bedeutungsverschiebungen kulturell besetzter Gegenstände. In diesem Falle hat sie den religiös konnotierten Hijab befragt, der zum Teil auch als Handyhalterung dient. Also die Frauen, die dann das Handy so hier einklemmen zwischen dem Kopftuch und dem Ohr. Man sieht zwei Lentikularprints, sie interessiert sich sehr stark auch für die Frage des Originals und was bedeutet eine Kopie. Und diese Lentikulardrucke sind Collagen von Basta-Account-Bildern. Ein Basta-Account dient dazu, irgendwelche Sneakers, also Turnschuhe, auf ihre Echtheit zu überprüfen über ein Bild. Also es geht wie um diese Frage des Originals, es geht um Aneignung, Nachahmung in diesem kulturell besetzten Setting, in dem sie sich selbst befindet. Und ich kann nur sagen, diese Arbeit war ein Ankauf in die Sammlung und hat wie unser gesamtes Sammlungskonzept auf den Kopf gestellt, weil es einerseits als Fotografiemuseum sind wir eben wir haben sehr wenig dreidimensionale Objekte per se.
Und in Bezug auf die, also auf die Restaurationsmöglichkeiten, die dann irgendwann in place sein müssten, hat uns das ziemlich gefordert. Anna Ehrenstein. Laia April. Ah ja, genau, das habe ich hier. Ah genau, es ist auch so, dass hier natürlich mobile Devices dazugehören, also zur Installation, die wir dann auch natürlich die Teil der Installation in die Sammlung eingehen. Laia April, thematisch ganz weit weg, kommt aus Spanien und arbeitet seit etwa 6 Jahren an einem Werkzyklus mit dem Titel A History of Misogyny. Und das Spannende an ihrer Arbeit ist, dass sie ausgehend von unterschiedlichen Newsmeldungen sehr oft die Idee erhält, eine Arbeit zu entwickeln. In dieser Arbeit, die trägt den Titel On Rape. Und das ist eigentlich eine weltweite Recherchearbeit, in der sie Frauen oder Menschen, die sich als Frauen identifizieren, dazu befragt, wie diese ganze Systematik einer Vergewaltigung oder auch des juristischen Systems, das dann auch einkickt, einen Einfluss hat auf ihr Leben. Das ist sehr, es ist sehr journalistisch engagiert, es ist aber gleichzeitig auch eine sehr künstlerische Herangehensweise, weil sie immer wieder auch eigenes Bildmaterial kombiniert mit gefundenem Material. Es ist sehr textlastig. Das Buch spielt eine mindestens so wichtige Rolle wie das Ausstellungssetting. Es sind Arbeiten, die wahnsinnig schwierig sind zu verkaufen, alleine schon aufgrund dieser Arbeit. Das erste Chapter von A History of Misogyny war On Abortion, wo sie auch die weltweite Rechtssituation quasi analysiert hat. Und eine weitere Arbeit, die freut mich, dass ich die also schon vor dem Gespräch gestern mit reingenommen habe, Andy King. Andy King hat eine Arbeit gemacht, die sie selbst als kawaiianischen Albtraum bezeichnet. Das ist eine Art Überdosis japanischer Niedlichkeit. Man sieht in diesen Collagen merkwürdige Substanzen, kaputte CD-ROMs, herausgelöste Computertasten, Pflanzenteile und Emojis. Und wenn man genauer hinsieht, entdeckt man aber so pornografische Animes oder sexualisierte Disney-Figuren, sogenannte Hentai. Das ist eine sehr spezifische quasi Richtung. Und zu diesen expliziten Motiven fügt King Auszüge von privaten Fotos weiblicher Promis hinzu, die 2014 nach einem Hackerangriff im Internet zirkuliert sind. Das sind Collagen. Das Projekt heißt A Rose is a Rose und ist eigentlich wirklich inspiriert von so romantischen Inhalten, die in sozialen Netzwerken wie zum Beispiel 4chan geteilt werden und die vor allem auch durch diese Zirkulation von Animes bekannt wurden. Und auch hier wieder geraten Fakt und Fiktion durcheinander. Glitches sind sehr wichtig. Ich denke, Sie wissen, ein Glitch ist ein digitaler Bildfehler. Aber die Glitches sind analog produziert. Das bedeutet, dass sie legt Gegenstände und Fotografien in ein mit Flüssigkeit gefülltes Aquarium. Darunter platziert sie einen Fernsehbildschirm, der digitales Bildmaterial auf die spiegelnden Oberflächen ausstrahlt, bevor sie alles abfotografiert. Also ich denke, das ist auch sehr eine Tendenz, die wir alle beobachten, also dass auch gewisse digitale, visuelle Strategien dann wieder analog produziert werden. Also das ist ziemlich spannend. Oder dass quasi analoge Elemente sehr starke digitale Ästhetiken reproduzieren oder quasi vorne wegnehmen. Ich denke, dass man anhand dieser 4 Beispiele eine Vielfalt künstlerischer Praxen illustrieren kann, die sich mit aktuellen sozialen, politischen und kurz sehr gegenwärtigen Themen beschäftigen und die sich eben zwischen postdokumentarisch, medienreflexiv und konzeptuellen Arbeits- und Wirkungsweisen innerhalb des Fotografischen bewegen. Und ja, aus unserer Sicht vermögen es diese Projekte, Denkanstöße über Lebenswirklichkeiten zu vermitteln und gleichzeitig immer auch die Fotografie als Medium in unserer komplexen Welt zu verorten. Wir sind extrem damit beschäftigt, auch über die Problematik des Fotografischen nachzudenken. Fotografie exkludiert per se. Fotografie kann eine rassistische Bildformel beinhalten. Fotografie ist ein Medium, das in sich auch über seine Geschichte sehr, sehr anspruchsvoll ist, zu vermitteln.
weil es eben nicht nur einfach ein Bild ist, sondern, und das hat mich so gefreut, als ich realisiert habe, dass Katharina Sieverging hier sein wird. Sie hat mal gesagt, kein Bild ist denkbar ohne die Gesamtheit aller Bilder, die in der Welt sind. Und das ist etwas, was uns sehr beschäftigt, also auch über diese unterschiedlichen Formen. Genau, das hängt bei uns im Büro, beschäftigt uns im Moment stark, diese ganzen Fragen zu Dekolonialisierung, die Fragen zu Gender-Repräsentation und so weiter. Und was mir wichtig ist, hier noch herauszustreichen, ist, dass wir nichts nicht zeigen, sondern wir versuchen auch, diese problematischen Elemente des Fotografischen wirklich zu diskutieren. Also das muss relativ angstfrei geschehen, aber wir glauben, das als Chance begreifen zu müssen oder zu dürfen, weil wir eben ein Spartenhaus sind. Also wir haben dort auch nochmal die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen, wo es vielleicht in anderen musealen Kontexten nicht in dieser Form möglich wäre, weil schlichtweg auch die Ressourcen dazu fehlen. Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen, und zwar vor Ort, selbstverständlich. Wie gesagt, es ist der sexy Vorort von Zürich. Aber natürlich auch online. Wir haben verschiedene Formate, auf die man sich mit ziemlich viel Zeit stürzen kann im digitalen Raum. Und natürlich auch in unseren Räumen vor Ort. Wir haben fast 365 Tage geöffnet. Es gibt keine Ausrede. Vielen Dank.